Hallo Trommlerinnen und Trommler, jetzt geht's weiter mit einer Reihe von Clips, die sich mit dem Thema 5er und 7er Gruppen als Fill-ins gespielt beschäftigen. Ich habe mir dazu die 16. Ebene gewählt, weil wir sehr oft Fill-ins in der 16. Ebene spielen. Und am Anfang stehen die 5er Gruppen, die wir also in der 16. Ebene aufteilen müssen. Was natürlich nun bedeutet, 16 durch 5, wie ihr alle wisst, ergibt 3, Rest 1. Also 5, 5, 5, 1. So, lässt sich dann nicht so gut merken mit 5, 1 am Schluss. Also würden wir denken 5, 5, 6. Oder würden aufteilen 5, 5, 4, 2. Entscheidend ist, dass wir am Anfang 2 Fünfergruppen spielen und die letzte Fünfergruppe hinten passend machen. Mehr oder weniger als 16 Schläge im Takt wollen wir erstmal nicht unterbringen. Ich benutze solche Figuren sehr gern, weil es wird eine ganz andere Melodik erzeugt, als wenn ich jetzt 4er-Gruppen, 6er-Gruppen, 3er-Gruppen und was es sonst noch so gibt, verwenden würde. Man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen an diesen Vorgang, an diesen Klang dieser Figuren und Gruppen. Wichtig ist sehr schön mitzählen, dass man sich nicht verzählt. Das Fill-in hat eine permanente Verschiebung innerhalb des Taktes. Also es ist nicht ganz so einfach. Das kann man auch über lange Zeit entwickeln und üben. Nun erstmal genug gequasselt. Ich spiele viele Sachen schön langsam. Auch für die Notenfans ist wieder genug da. Es wird nicht der letzte 5er Clip sein. Wie ihr euch schon denken könnt, ja, und nun erstmal ran und gucken und schauen und hören und üben. Und ich wünsche euch viel Spaß. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.